Hallo, da sind wir wieder. Der Gusua und King O. King O hier, hallo. Nicht mein Bruder. Nee, zumal er hat auch irgendwie ein Universitäts-Shirt, Sweatshirt an und mein Bruder war nie auf der Uni. Wie auch immer. Uni Kiel müssten meine Abonnenten eigentlich wissen, dass ich da studiere. Genau. So, nee, also wie gesagt, den seht ihr dann auch bald. So, jetzt die Sache, die ich habe noch die Möglichkeit, halt halbwegs einen Angriff zu reißen. Ich habe 8 Teiler, ein paar Mauerbrecher nur. Ja, wir probieren es trotzdem, vollkommen egal. Mal schauen, ob wir da noch ein bisschen was reißen können. Reicht natürlich nicht, ganz klar. What? Das sieht ja geil aus. Das ist ja ein geiler zweiter Klick und los geht's. Ja, aber guck mal, du siehst selber, die Truppen dafür, aber ganz ehrlich, da gehen wir draußen rum. Ja. Da gehen wir außen rum und jetzt guck mal, jetzt schaue ich halt, wo ich am besten, am meisten Loot rauskriege. Ja, guck mal, der eine X-Bogen ist voll, der andere ist leer. Der ist X-Bogen. X-Bogen? Ja, und? Ja, naja, der stört dich nicht mit der Queen. Ich habe eine Queen. Ja, gut. Verstehe ich die Frage gerade nicht. So, also wir hauen raus. Nicht gleich alle droppen, sondern wirklich jetzt. Ah, das Geile ist natürlich, guck mal, wir können zusätzlich noch archen. Ja. Und das ist natürlich richtig geil. Dann lassen wir jetzt nämlich die Queen einmal rundherum laufen. Hier auch. Oh, ich liebe dieses Zoomen. Zack, zack, bam, reingezoomt und fertig. Und dann gucken wir mal. Das ist natürlich richtig gut, dass wir schön mit den Bogies jetzt hier noch was reißen können. Das gefällt mir gut. Ich denke mal, bis hierhin werde ich nicht kommen. Deswegen fange ich hier jetzt schon mal mit dem Bogies. Ja, siehst du, nicht mal dahin. Aber jetzt ist egal. Jetzt geht sie wieder in die Mitte. Ja, wo man sich auch sagt, warum? Warum? Aber egal. Stört uns nicht. Ich will jetzt nicht zu viele Heiler verballern, weil vielleicht könnten wir danach nochmal, beziehungsweise ihr seht selber, so viel Alex habe ich nicht. Aber warum geht sie jetzt rein? Jetzt, ich meine, jetzt, ja. ist egal, stört uns jetzt nicht wirklich, aber ist doch Quark, weißt du? Also manchmal muss man, wer weiß was, geben. Könnte wirklich mit dem Update zu tun haben. Danach läuft sie mir meiner Meinung nach nicht so krass gut. Ja. Find ich, ist es ja, meine ist, Meinung. Ist wirklich so, stimme ich auf jeden Fall. Weil vorher war es nicht so. Und nach dem Update habe ich nur gebarcht, weil ich den Loot mitnehmen wollte. Ja. So. Jetzt aber jetzt, guck mal, jetzt holst du dir wenigstens noch ein bisschen. Ja, ja, Alex. Passt alles gut. Die holt mir da auch noch das Alex. Alles schick. Aber warum sonst nicht, weißt du? Ah, bringt auch nicht wirklich was, die da rein zu schicken, aber egal. Vielleicht läuft sie dann wieder raus. Das könnte klappen. Ja, dann nimmst du da noch. Ja, alles cool. Wir hatten 600k. Wir haben jetzt schon die Hälfte. Ja, ja, ja. Sehr geil. Jetzt könnte es sein, dass sie hier noch aufräumt und dann noch reinläuft. Vielleicht läuft sie noch rein und. Da, warte, warte. Das kriegen wir hin, dass sie reinläuft. Das kriegen wir hin. Und dann holt sie sich sogar noch das Dunkle. Ja, wie findet ihr das mit so einer doppelten Kommentatorisation? Ihr wisst, was wir meinen. Nee, also ist das cool? Könnte man auf jeden Fall öfter machen. Kiel, Hamburg ist jetzt nicht so weit. Ja, genau, das stimmt. Ja, deswegen hat sich das angeboten. Der King O schrieb mir und sagte, ah ja, hier, ich wäre eh in Hamburg. Weil ja, klar, kriegen wir hin. Lichtle war ein bisschen, nee, nicht neidisch, nein, keine Sorge, nee, aber Lichtle sagte, oh, hier, ich wollte der Erste sein. Aber tut mir leid, in dem Fall. Lichtle, tut mir auch leid. Sie geht noch aufs Dunkle, sie wird noch aufs ja, Dunkle ich denke auch, ich denke auch. Aber wir haben nur noch 22 Sekunden und ich rage sie erst wirklich direkt am Ende. Nee, jetzt. Weil mir halt wirklich die Zeit sonst. Yeah! Ja, richtig geil. Richtig, richtig geil. Directly in the face. Also, ja, was will man mehr? Das war ein richtig geiles Ding, obwohl sie halt einfach so reingegangen ist und hätte noch draußen rumtanzen können. Ja, und aber du hast 400k Elite. Und jetzt? Ja. Nur mal so, weil es heißt ja mal, ja, der Gusua kann nichts und so weiter und so fort. Jetzt bitte wirklich gucken. Wir haben gerade mal 4 Heiler verballert. Das heißt 40.000 im Alex-Bereich. Die Bogies kosten nichts. Das wisst ihr selber. Das hat nichts gekostet und war ein geiles Ding. Und theoretisch, wenn ich jetzt noch Heiler ausgebildet hätte, hätte ich gleich nochmal einen Angriff raushauen können. Die 8 Minuten. Oh, das ist nicht weiter wild. Seht ihr selber. Also von daher wirklich, wenn ihr euch damit ein bisschen beschäftigt und ein der Queen einfach ein paar Angriffe gibt,
dass sie da mal ein bisschen was reißen kann, ist das vollkommen in Ordnung. Mit Barch wärst du definitiv nicht in die Mitte gekommen. Und mit die das stimmt, gut ja, das stimmt. Das ja. stimmt, ja. Nee, das war eine richtig coole Nummer. Und deswegen auch eventuell ein paar weniger Heiler, ein paar weniger Mauerbrecher, aber dann entweder halt ein paar Boogies noch zum Clearen oder halt Barbaren. Ich habe das jetzt nämlich auch schon gesehen, dass wenn man dann am Ende doch noch einiges an Barbaren drin hat, kann man dann halt bei einer komplett toten Base noch richtig was ruppen. Weil sonst sitzt du da, ja, ich habe eine tote Base ja. und kann die nicht angreifen, richtig. Weil was mache ich jetzt mit meiner Queen? Da ist es gar nicht so verkehrt. Also das ist so eine gute Sache. Hier, guck mal, jetzt, ich probiere das, nee, sorry, jetzt das letzte war Blödsinn. Also, ich brauche auf jeden Fall meine 15 Mauerbrecher, aber ich hatte, glaube ich, sogar noch welche drin. Genau, also 10 Mauerbrecher brauche ich auf jeden Fall noch. Und dann halt wirklich, nee, ich probiere es mal mit. Bogen hast du aber schon mit der anderen ausgebildet. Ja, nee, hatte ich wieder rausgenommen. Ich probiere mal zusätzlich, ich sag mal 50, weil, also insgesamt 50 Low Troops und dann passt das. Guck mal hier, Heiler. Stimmt, Heiler. Ja, jetzt das mache ich immer so. Ja. So, also wie gesagt, das ist eine coole Nummer, dass ihr das halt einfach wirklich seht, sage ich jetzt mal, dass ihr beide. Also wenn ihr wirklich mal eine Dead Base habt, dass ihr wirklich sagen könnt, gut, okay, komm, ich nehme den Loot auch noch mit. Sonst sitzt du da, ja, toll. Das bringt sonst auch nichts. Wir könnten theoretisch noch einen Cut machen und nochmal in den anderen Clan reinspringen. Können wir machen. Weil dann können wir uns noch einen kleinen Loot-Bonus angucken und sowas. Ja. Das sollten wir mal machen. Wir drücken kurz Pause, bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Der kleine King O hat wieder seine Tüte auf dem Kopf. So wie es sein soll. Der Kleine, yeah, guckt, genauso groß. Guckt's euch bitte. Ach, am Arsch, Alter. Am Arsch, Junge. Guckt's euch bitte an, einfach, das ist einfach was zum Genießen. Und guckt hier, was sagst du zu den Truppen? Einfach perfekt dafür. Ja. Wir haben Riesen zum Vorschicken, wir haben dann halt schön Barge hinterher, einwandfrei und richtig Loot am Start. Alle Sammler und Minen stehen außen, eigentlich perfekt. Ist eigentlich ein perfektes Video auch für Loot of the Week, um mal ein bisschen Schleichwerbung hier reinzubringen. Ja, ihr dürft natürlich, wenn ich es nicht vergesse, haue ich natürlich gerne noch den Link vom King O rein. Und dann könnt ihr da auch vorbeischauen und beim Loot of the Week mal vorbei gucken. So, hier, ja, wie gesagt, ihr wisst selber, ich gucke ja immer wieder schön aufs Dunkle. Ja. Was brauchen. Geht, ist natürlich noch nur angeritzt, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten, ja, dann würde ich den King eher genau, na, da hätte ich hätte in dem Bereich gedroppt, dass ich halt wirklich, aber das passt, einwandfrei. Und wie gesagt, selbst ein Achter King bringt in dem Bereich schon richtig was. Wie gesagt, also ich habe das am Anfang gehabt, ich hatte den King auf 1 und habe da, ja, cool, ich habe einen King. Aber wirklich, die erste Fähigkeit, das ja, ist schon richtig ins Gesicht. Ja, das ist schon richtig geil. Und sowas will man haben, sowas will man sehen. Einwandfrei, 600 von da beiden. Da weißt du aber definitiv, dass alles in den Sammlern war, ne? Also ein bisschen ist noch übrig geblieben, ja. Aber richtig krass, ja. Richtig geiles Zeug, ja. Das sind halt meine Abonnenten, die einfach mal richtig cooles Zeug hier raushauen. Gucken wir mal. Wir gucken nur weiter. Ist ja nicht so, dass wir hier nur einen haben. Ah, reicht uns, ganz ehrlich, reicht uns nicht. Ist gut gewesen, aber war auf jeden Fall sehr leicht zu holen. Es ist halt nicht so epel, auch nicht. Ist gut, klar, wie gesagt, wenn ihr da richtig fette Dinge habt, wenn jetzt zum Beispiel eine geile Go-Wipe da gewesen wäre oder was auch immer, dann bitte reinschreiben. So. Sir Coolness, mal gucken. Ist, ja, ist aber auch, ganz ehrlich, guck mal, von Truppen her wird da nicht mal alles ziehen. Ich mach mal einfach schneller. Da wird es nicht mal alles werden. Und das ist halt auch, hört sich jetzt doof an, aber es ist halt einfach Standard. Ich meine, ja. das ist nichts das ist Besonderes. Ja, genau. Also wie gesagt, man guckt sich halt das Video an, weil halt richtig geiler Scheiß am Start ist. Und dann muss richtig was abgeliefert zumal werden. Nicht gerade der Beste, aber auch geil. Gucken wir mal. Ja. Ui, das ist ja ordentlich. Ich meine, das ist nice. Das ist nice. Hier oben haben wir wieder, ihr wisst es, die dunklen Bohrer. Bam, bam. Ist ja gleich wieder bam, bam für mich einwandfrei. Dann sehe ich, dass sich das Ding lohnt. Und auch ganz, ganz, ganz wichtig. Für die, die mit dem dunklen Farmen noch nicht so weit dabei sind. Guckt da bitte nicht auf die Minen und Sammler. Sondern guckt genau auf hier.
Dort guckt ihr bitte rein. Ganz, ganz wichtig. Eine Sammler, ne Sammler. Ein Sammler oder eine Mine muss noch gar nicht so voll sein. Der kann schon in dem Bereich, wo er hier jetzt schon so gut wie leer geradet ist, in dem Bereich kann der Sammler sein. Du denkst, ist ja gar nichts in der Base. Und der Bohrer daneben ist komplett voll, weil der halt schneller voll ist. Richtig. Ganz, ganz wichtig. Nur für die, die es jetzt nicht so wissen. Wie gesagt, für alle anderen, klar, die sagen sich auch wieder, oh, Gusor mit seinen Tipps, ey. Aber wie gesagt, gibt ja doch viele, die das Spiel noch nicht so lange spielen. Da halt ganz, ganz wichtig, wenn ihr Dunkles wollt, guckt euch die Bora ganz genau an. So, jetzt wollen wir hier aber noch ein bisschen sehen, hier, wie du den Affe kitzelst, oder? Bisschen, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel noch in den Also Lagern. ich würde sagen, echt, also jetzt, kleinen Moment, Die jetzt helfen. halt noch irgendwo, hast du vollkommen recht, beide Ja. Helden sind noch am Start, in eine Richtung rein. Also nicht hier, oh, ich drop jetzt links meine beiden Helden und rechts probiere ich jetzt hier irgendwie noch was mit den Bogies zu reißen. Wenn, dann muss ich mich jetzt auf eine Ecke konzentrieren Ja. und da jetzt richtig Gas geben, richtig Amok. Und dann gucken wir mal, was geht. Sogar die CB war noch am Start. Mal gucken. Da oben am besten auch noch die Helden oder ein bisschen weiter rechts Aber oben. wo sind die Helden? Die Helden kommen nicht. Warum kommen die Wo Helden sind die nicht? Helden? Ja. Die Helden hätten davor laufen müssen, meiner Meinung nach, Ja. Jetzt. zur Death und dann die Bogies hinterher. Weil ganz ehrlich, hier wo wir jetzt hier sehen, ich meine, der King kriegt nicht viel ab, weil nur der Magierturm am Start ist. Aber das ist schade. Das ist so in der Kombi vollkommen in Ordnung. King vor, Queen hinterher. Aber die Bogies hätten auch noch richtig was gemacht. Ja. Also ich sag mal hier, die beiden Lager wären auf jeden Fall machbar gewesen. Kann auch sein, dass du die jetzt noch ziehst. Aber wie gesagt, die wären auf jeden Fall drinne gewesen, oder? Definitiv, ja. Wenn nicht so, wenn die sogar noch richtig gut gelaufen wären, dann rechts oben zum anderen Goldlager Ja, vielleicht aber sogar, das ist aber nicht so krass voll, weil, beziehungsweise vom ist nicht Level her gut nicht. gelevelt, ja. Aber das ist vollkommen okay. Aber guckt euch das mal an. Ich meine, es sind auch nur 300 und 200. Und du hattest truppenmäßig nicht die komplette Arschkarte dabei. Da wäre theoretisch ein bisschen mehr machbar gewesen. Aber Definitiv, wie ja. gesagt, vollkommen in Ordnung, klar. Aber wie gesagt, wäre noch was mehr gegangen. Hier Mobile Fanboy haut noch raus. Ah, Für ein Rathaus 6er natürlich ja, heftig, aber es klar, ist aber wie nichts gesagt, es ist Besonderes. halt nichts Ja. Besonderes. Du hast Glück gehabt, dass du in dem Fall wirklich den Gegner hattest, klar. Aber hier, Das ist ordentlich. das wollen wir sehen. Gebartscht und kurz gucken. Auch nicht Voll. alle Truppen dabei, Hier, oder? aber hier seht ihr wieder. Nee, sind nicht alle dabei. Fast voll. Ja. Hier aber wieder nicht. Das Ja. heißt also wirklich gucken, wo kann ich? Und dann wäre natürlich mein Hauptaugenmerk Das natürlich Dunkle. im unteren Bereich, im mittleren Bereich Ja. irgendwie reinkommen. Aber dann ist natürlich klar, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme die 2,6K, dann kann ich außen mit den Truppen nicht alles schaffen. Das ist auch vollkommen klar. Also man muss sich halt entscheiden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, da würde ich mich auch für den Loot außen entscheiden. Ja, definitiv. Weil sonst sitzt du da, toll. Er hat ja noch nicht mal Zauber dabei, also von daher ist es echt schwierig, da reinzukommen. Ja. Ich glaube, die Queen würde immer links oder rechts Ja, abhauen, wenn sie klar. dann überhaupt mal Na, du nehmen könntest kann. halt clearen. Du könntest halt vorher wirklich seitlich clearen, dass die Queen halt wirklich nur in eine Richtung gehen kann. Ja. Das ist möglich, aber ob das hier jetzt wirklich von Sinn wäre, ist so eine Sache. Aber er hat es ja ganz gut gemacht, er nimmt auf jeden Fall das Außen mit. Aber was auch ein bisschen, also ein paar Minen und Sammler stehen ja auch verschachtelt und das ist Ja. dann schwierig ranzukommen. Hier zum Beispiel ist nicht drinne, ganz Ja. klar. Also ist drinne, aber in dem Fall nicht bei ihm drinne. Ja. Hier, der hier wäre auf jeden Fall noch gegangen. Das ist übel, die sind richtig voll auch, ja. Schade. Aber mit der Queen Schade, dass vielleicht du noch. da hätte noch was. Da hätte, ja, okay, jetzt kommst du noch auf deine. Na komm, ganz ehrlich, dann jetzt ja. Jetzt noch, genau, schön Ja. hier in dem Ja. Bereich. Da kam noch was dazu. Ansonsten hätte ich auch gesagt, ah, schade, da Jo. hätte mehr sein können. Einwandfrei. Damit wollen wir euch in den Feierabend lassen. Und wir wünschen euch noch einen angenehmen Tag. Und ihr haut rein. Ciao, ciao. Ciao.